Und in Arlberg ist der Usedomer Literaturpreis verliehen worden. Ausgezeichnet wurde die estnisch-finnische Schriftstellerin Sofi Oksanen. Sofi Oksanen gehört zu den meistgelesenen Schriftstellerinnen in Finnland. In ihrem Roman Fegefeuer erzählt sie über die Zeit der russischen Okkupation Estlands. Fegefeuer ist ein faszinierend vielschichtiges Buch. Die Geschichte einer Familie und als pars pro toto auch die eines Landes. Der Usedomer Literaturpreis ist mit einem Schreibstipendium und 5000 Euro dotiert. Ich bin natürlich sehr glücklich über diesen Preis, vor allem, weil der Preis einen vierwöchigen Aufenthalt in diesem Hotel beinhaltet, am Meer. Ich liebe das Meer, das ist besonders. Aber ich bin auch glücklich über die Tradition dieses Literaturfestivals auf dieser Insel, über dieses regionale kulturelle Leben. Der Preis wurde im Rahmen der Usedomer Literaturtage vergeben.